So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bin ein bisschen angefixt, denn bei mir ist gerade Mittwoch. Ach so, ja, es ist ja eh Mittwoch. Wenn ihr das Video seht, ist Mittwoch. Kennt ihr das? Das sind diese Mauern. Das ist ein Geländer. Und das ist die Werra. Und das war genau die Geburtstagslocation, wo wir mit Bierkästen gesessen haben und haben dort gefeiert, haben Geburtstagsvlog gedreht, alles. Da drüben am Ufer haben wir dann gezeltet und geschlafen. Das war richtig cool. Bei mir ist Mittwoch. 10 Uhr war Raid-Boss-Wechsel. Proto Kyogre, Proto Groudon sind in den Raids. Jetzt wusste man ja nicht, was aus den Raids kommt, wenn da einfach nur ein Proto-Ei drauf steht. Das kann ja beides sein. Ich habe also am Mittwoch einen Überraschungs-Proto-Community-Raid gepostet für 11.05 Uhr und gehofft, es ist Kyogre, da am Mittwoch heute ja auch eine Kyogre-Raid-Stunde ist in der Proto-Form. Wir Proto-Raids für Zuschauer machen mit Kyogre und ich unbedingt einen Proto-Kyogre-Community-Raid machen wollte. Was ist passiert? Es war natürlich Groudon. Und das Groudon hat mich dann noch richtig abgenervt. Warum, das erfahrt ihr morgen im Video. Weil das, was ich eben gefilmt habe, kommt morgen am Donnerstag. Jetzt guckt euch nochmal hier das an, das Bootssteg. Ist das nicht herrlich? Da kamen sie mit die Kanus und haben die ganzen Kanus genommen, haben die hier runtergelassen ins Wasser. Und da vorne sind sie alle stecken geblieben, weil das Wasser viel zu niedrig ist. Ich laufe jetzt erstmal hier hoch. Ich muss nämlich irgendwo da rein, weil da hinten irgendwo ist eine Arena, die habe ich den Namen gerade vergessen. Und da habe ich gerade gesehen, da ist ein Proto Kyogre dran, wo ich jetzt schnell noch hinrenne nach dem Proto Groudon Raid, um das Proto Kyogre noch mitzumachen. Hier kann ich euch aber auch noch mal diesen super Baumstamm zeigen, mit so einem kleinen Brunnen dran oder drin, der hier den ganzen Baumstamm lang fließt, da reingeht, wieder zurückgepumpt wird. Das sieht auf jeden Fall cool aus und ihr seht, hier ist auch schön Schatten. Hier lässt sich's leben. Hier sind übrigens zwei Arenen, an dem einen ist noch ein Groudon dran und an dem anderen ist ein Kyogre dran. Ich suche jetzt erstmal das Kyogre, gehe dahin, adde die Leute, die ich einladen muss, schreibe mir die auf und dann machen wir den Mittwochs Proto Kyogre Community Raid in Vorbereitung auf die Raid Mania mit Kyogre und in Vorbereitung auf die Raids für Zuschauer mit Kyogre. Und hier habe ich noch Naturin sein Bushäuschen gefunden, wo ich dachte am Geburtstag, dass er da drin schlafen wird. Aber das ist jetzt hier nicht so bequem gewesen, dachte ich. So, wir ziehen weiter, da kommt nämlich jemand zu Fahrrädern. So, und jetzt guckt mal kurz hier, ich habe mal das iPhone rausgeholt. Ich laufe jetzt hier auf diesem Weg und ihr seht, direkt vor mir ist das Proto Kyogre und hier drüben auf der anderen Seite von der Brücke ist noch ein Proto Groudon. 17 Minuten und 18 Minuten, Doppelrate wird eh nichts. Wir kümmern uns jetzt hier um den blauen Fisch. So, jetzt habe ich auch die Arena gefunden. Das wäre nämlich die Arena. Diese Infotafel, wenn die Arena heißt Extra Tour. Das wäre diese Tafel. Hier vorne sind aber Bänke gewesen. Ich glaube, ich werde mich da irgendwo auf eine Bank setzen. Und ihr habt da noch diese richtig coole Bogenbrücke. Wo wir kurz gedacht haben, vielleicht können wir da auch drunter übernachten. Haben wir nicht gemacht, hatten andere Pläne. Ich setze mich jetzt erstmal hier vor auf die Bank und entspanne kurz. Jetzt muss ich euch aber trotzdem noch mal kurz zeigen. Hier ist eine Bank, da habe ich mich gerade hingesetzt, habe die Leute mir notiert, die ich einladen muss. Hier geht es ein Treppchen hoch, zu so einem kleinen Platz da oben. Hier ist auch eine Bank, die hier daneben steht. Und hier in der Mitte ist eine Tür und ein Stein. Ist es nicht genial? Ich will aber jetzt hier unten weg. Ich will jetzt mal da hoch und euch heute zeigen, was hier abgeht, ne? Damit ihr mal ein bisschen immer die Umgebung seht, auch bei den Arenen. So, vor allem sind da unten zwei ältere Damen noch gerade vorbeigekommen und hatten gefragt, ob ich weiß, was das hier oben ist. Ich habe gesagt, nee, ich komme nicht von hier, aber es steht bestimmt oben dran. Bei den meisten Statuen oder irgendwelchen Denkmälern ist so eine Plakette dran und du weißt, was es ist. Sie können ja mal gucken und dann, nee, da oben laufen wir gerade nicht lang. Jetzt sind sie einfach, statt die 2 Meter hier hoch zu gehen, weitergegangen. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, was das hier oben ist. Hier gibt es nämlich so eine schöne Bank aus Stein. Und in der Mitte diese Figur. Sie wollten wissen, was das für eine Figur ist. Was das für eine Person ist. Und wie gesagt, es steht dran. Das ist nämlich der Otto Ludwig. Wenn man das als U lesen kann. Vielleicht ist es auch Olftwig Megges Gott oder so ähnlich. Und da drin ist die Höhle. Also hier geht es auch noch mal weiter rauf. Da oben bin ich noch nie gewesen. Keine Ahnung, was da oben ist. Aber da drin
ist die Höhle. Denn was ist das Beste, wenn ihr Pokémon spielen wollt? Ihr habt eine Bank und einen Tisch. Und das hier ist eindeutig eine Bank und ein Tisch, ein Rundtisch sogar. Jetzt kann ich hier das draufstellen. Das Raupi ist auch wieder dabei auf Erkundungstour. Und da kann der Hannes sitzen, da kann ich sitzen und da können wir jetzt hier mal Biertasting machen. Genial. Wenn ihr hier so sitzt, habt ihr alles im Überblick, wer an eurer Burg vorbeikommt. Also der Platz ist einfach herrlich, oder? Hannes, was sagst du? Naja, wenn Hannes nicht da ist, muss das Raupi sich halt setzen. Bitteschön. So, jetzt sitze ich hier drin in diesem Mauerwerk. Ich glaube, das ist der beste Raid-Spot, den ich je hatte in Meiningen. Es ist 11.44 Uhr. 11.45 Uhr wollen wir einladen. Das heißt, ich muss ganz kurz nochmal rüber nach YouTube schauen im Community-Tab, dass ihr seht, wen wir einladen. Das war der Groudon-Raid, den ich gepostet habe, 11.05 Uhr. Das ist der Kyogre-Raid für 11.45 Uhr. Aber den Groudon seht ihr, wie gesagt, am Donnerstag. Und warum der mich so abgenervt hat, wenn ich auf Neueste zuerst gehe, nehme die ersten 10 mit. Wir haben Genaya, Pokehunter, 1 Kommandant, Excavador, Ubu, 2 und dann Buddha schmeckt, Mia San Mia und Alfada. Es wären sogar noch 2 Plätze frei, aber den Rest habe ich jetzt hier dabei und mitgenommen. Und hier unten drunter im Community-Tab haben wir auch die Konderliste gegen Groudon. Ich sag's nochmal dazu, gegen Groudon nehmen am besten Wasser-Pokémon. Wasser gegen Boden, Wasser gegen Feuer, denn das ist dann doppelt so krass und effektiv. Nehmt am besten Kyogre gegen Groudon, da habt ihr schon mal einen guten Konder. Zumbix am Start und so weiter. Jetzt geht es aber um Kyogre. Kyogre ist deutlich schwerer wie Groudon. Groudon ist irgendwie cooler, aber Kyogre ist schwerer zu besiegen. Da nehmt ihr am besten Elektro-Pokémon oder eben Pflanzen. Ich habe mir ein Elektro-Team und ein Pflanzenteam erstellt, so ein bisschen gemischt. Das kann ich euch gleich zeigen. Wenn ich jetzt ins Spiel gehe, auf den Raid drauf gehe, da drüben, ach, guck mal, hier sind... Wie viele Arenen sind hier überhaupt? Da ist ein Alola Sandan, da ist ein Klick, da ist ein Proto. Groudon, hier ist ein Proto Kyogre und jetzt habe ich kein GPS-Signal. Jetzt habe ich GPS-Signal und jetzt gehe ich da drauf, obwohl da schon einer drin ist. Ich weiß nicht, wer da drin ist. Das heißt, ich würde es jetzt trotzdem mal kurz als private Gruppe machen. Für denjenigen, der da einfach reingeht, und zwar FetSmetFet ist der private Gruppencode, den ich gleich noch aufmache. Laden also hier ein, die 5 Leute. Weil wenn jetzt irgendjemand Fremdes wieder da reinkommt und irgendwas macht, kann ja sein, dass einer von den eingeladenen Leuten nicht mitmachen kann. Und mir ist erstmal wichtig, dass die eingeladenen Leute reinkommen und mitmachen und nicht irgendwelche Fremde in der Umgebung. Beim Groudon Raid waren auch Leute drin, die ich noch nie gehört habe, die sich eine Minute bevor ich den Raid gestartet habe, in die Arena gesetzt haben, obwohl dort kein Schwein war. Meininger Spoofer, gibt's sowas? Hätte ich nicht gedacht. 0 von 8 steht da bereit. Es sind noch 80 Sekunden, 0 von 10 bereit. Das heißt, ich könnte es jetzt schon mal aufmachen, damit es jetzt auch die Leute, die in der Umgebung sehen, machen können. Das ist das Team, was es vorschlägt. Tangolos, Gewaltro, Sekrom, Bisaflor, Sarude, Giflor, bei dem kleinen Sekrom, Luxtra, Bisasam, Megani, Sarude. Luxtra ist dann Krypto, aber ich habe mir, wie gesagt, ein Team erstellt. Das war mein Groudon-Team. 5-mal Kyogre, 4-mal auf Level 40, einmal auf Level 50 als Proto Kyogre genommen gegen Groudon. Und ein Krypto Sumpex auf Level 50 in 100%. Hier möchte ich jetzt auch eine Mega-Entwicklung durchführen. Und zwar möchte ich Mega Gewaltro entwickeln. Den kann ich nämlich heute Abend in der Raid-Stunde gegen Kyogre gleich noch benutzen. Denn in der Raid-Stunde ist es wirklich wichtig, dass ihr starke Angreifer habt. Ich würde nicht die Bonbons boosten, die ihr beim Fangen kriegt. Ich würde wirklich den Angriff boosten bei den Proto-Raids, denn die sind schon ein bisschen härter. Und je schneller ihr die besiegt, desto mehr Proto-Energie bekommt ihr ja auch. Mein Team besteht also jetzt aus Pflanze, Elektro, Pflanze, Elektro, Pflanze, Elektro. Also Mega Gewaltro, Sekrom, Sarude, Raikou, Berlin und Patsch. Also hinten noch ein Voldolos. Der ist ja eigentlich auch ein richtig guter Elektroangreifer. Weiß ich nicht, wieso der auf keiner Grafik geführt ist. Ich habe ihn aber mit reingenommen und was ich nicht auf dem Schirm hatte, war Shaymin. Das wird gelistet als guter Pflanzenangreifer mit 2 Pflanzenattacken. Bei mir habe ich es aber immer nur geschafft, eine Psycho- und eine Elektroattacke hinzukriegen. Aber weil Elektro ja auch gut ist,
Vielleicht ist es auch ein Anzeigefehler. Vielleicht meinen die ja sogar, diese Elektroattacke haben aber aus Versehen ein Pflanzensymbol hingemacht. Es hat nämlich den gleichen Namen gehabt. So, ich habe also abgewechselt, Pflanze, Elektro, habe mir das so reingebastelt. Mega Gewaldro führt hier. Hier mal ein 100% Megani in Krypto bei der Nudel. Mit Blütenwirbel, Solarstrahl. Wir machen mal einen Solarstrahl drauf. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte nach 50 Sekunden. Das ist auf jeden Fall cool, aber nur weil ihr eben so krass und stark seid. Danke immer an jeden, der da mitmacht, der sich mit einträgt. Denn ohne euch würde ich die Raids ja auch nicht schaffen. Beim Community Raid ist das vielleicht für viele ein Anreiz, dass sie sich eintragen, damit die im Video mit dabei sind, vorgelesen werden und für eine Interaktion. Wenn ich dann immer die Tage danach meine Raids mache in der Raid-Gruppe, in der Telegram-Raid-Gruppe, da tragen sich statt 10 Leute dann immer nur 2 Leute oder so ein, da ist es natürlich schon deutlich schwieriger. Und die, die sich eintragen, die tragen sich meistens ein, damit sie eine Interaktion haben mit dem Hauptaccount. Aber ansonsten ist es halt schwieriger zu raiden momentan, wenn die Raid-Pässe so teuer sind und begrenzt. Am Wochenende sind sie nicht begrenzt. Beim GoFest haben sie ja gesagt, das Limit ist komplett weg. Ihr könnt also unendlich viele Fan-Raids am Wochenende machen beim GoFest, aber habt immer noch diesen teuren Preis. Das hat Najendik wieder sehr gut gelöst. Hier drücke ich mich durch. Hier ist wieder einer dabei, den ich nicht kenne. Wieder Makani. Makani war bei dem anderen Raid schon am Start. Ist jetzt auch wieder hier am Start. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe mal drauf gedrückt, aber ich glaube, der hat mir vorhin nach dem Raid sowieso schon eine Freundschaftsanfrage geschickt. Dann habe ich hier bei der Nudel 22,94. Bei dem Hauptaccount habe ich 22,92. Und ich möchte mich jetzt konzentrieren und wirklich schauen, dass ich dieses Kyokre fange. Oh. 15 Bälle habe ich, pass auf. Kreis ist eingestellt. Das kann jetzt stundenlang dauern. Kyokre ist so nervig. Der greift 1000 Mal an, aber meistens erst, wenn er irgendwo am Rand klebt. Wenn er mal in der Mitte ist, geht er gleich wieder nach links, geht gleich wieder nach rechts. Das ist ultra nervig. Du sitzt die ganze Zeit da, siehst diesen schläfrigen Blick, schläfst selber fast ein, willst dann werfen, dann haut er schon wieder ab. Du musst wirklich warten, bis er in der Mitte ist, bis er angreift. Den Angriff hörst du auch, da macht er immer ein Geräusch. Das macht er doch mit Absicht. Jetzt greift er an, jetzt curven wir drauf und wir schießen wieder daneben. Das gibt's doch nicht. Ich hab's beim Grounder eben schon erzählt, ich muss es euch jetzt nochmal erzählen. Ihr werdet bei den Proto-Raids nicht so viele Bälle haben wie sonst. Ich bin es gerade vom Grounder noch gewohnt, das sitzt einfach schön weit vorne, das hat einen riesengroßen Kreis, da kannst du voll entspannt werfen. Hier musst du wieder... Ah, es ist immer noch zu viel, ich werf drüber. Ich werf drüber, das heißt, ich muss kürzer werfen. Ich muss kürzer werfen, 15 Bälle sind eigentlich genug. Ich habe aber jetzt auch nur 15 Bälle bekommen, weil viele meiner Freunde mit drin waren. So, das war ein bisschen weniger Kraft angewandt und schon geht der Ball direkt bis hin. Ihr seht, der Kreis ansonsten ist eigentlich gut eingestellt, sodass der einfach fabelhaft treffen würde. Jetzt auch wieder locker floggig aus dem Handgelenk raus. Eine kleine 8 gezogen, 1, 2, dann werfen, so müsste das eigentlich passen. Am Rand werfe ich nicht, nee. Ich warte wirklich, bis der, also entweder in der Mitte oder wenn er rechts ist. Wenn er rechts ist und angreift, würde ich vielleicht auch noch werfen, aber nicht, wenn er links ist. Fangt nicht an, jetzt in die andere Richtung zu curven, wenn ihr das sonst nie macht, lasst das einfach sein. Fühle mich jetzt schon wieder unsicher, wenn er da drüben hängt. Bitte in der Mitte, bitte angreifen, in der Mitte. Er greift an, wir curven. Ganz sanft eine 8 gezogen. 1, 2 und loslassen. 1, 2, loslassen und da ist er drin. So muss das aussehen, Groudon. Schneid dir mal eine Scheibe ab. Jetzt können wir es mal kurz bewerten. Das ist natürlich schlecht. 14, 10, 10. Okay, jetzt will ich mal ganz kurz aber hier reingucken. Oder mal Herr Evan Burg hatte, glaube ich, auch letztens gefragt hier wegen irgendwas so. Und habe ich den Typ, habe ich den jetzt schon angenommen oder nicht? Jetzt muss ich mal hier reingucken. Genau, hier, Makani. Makani, Glück gehabt, Level 38, gelb. Wer bist du? Wenn du mich siehst, wenn du mich hörst, schreib mal einen Kommentar, wer du bist. Du musst ja hier in Meiningen rumrennen oder halt anders. Hä, ab ins Tierheim 2.
Ach so, der Herr Evenburg ist der kleine Account von Ab ins Tierheim und er hat sich in der Zwischenzeit schon umbenannt und heißt deswegen jetzt Ab ins Tierheim 2. Dann möchte ich euch noch zeigen, für das Thumbnail brauche ich natürlich wieder ein 100% Kyogre, was wir hier so im Bewertungsscreen in die Kamera halten, vor allem Scream, im Bewertungsscreen in die Kamera halten. Für das Thumbnail immer so machen, also wenn du schon 100er hast, dann zeig's auch. Das war der Community Raid mit Proto Kyogre. Heute Abend Raid-Stunde mit Proto Kyogre. Ihr könnt eine Stunde lang raiden, ich werde eine halbe Stunde lang, also halt 5 Raids annehmen von euch, übertragen in der Raidmania, zum Raidmania-Punkte verteilen, dass ihr dann hier wieder Raidmania-Punkte kriegt, genau. Die Raidmania-Liste weitergeführt wird, also 18 bis 18.30 bin ich live in der Raidmania, nehme eure Einladungen an, die ersten 5, mit denen wird geraidet und ab 19 Uhr mache ich Proto Kyogre Raids für Zuschauer. Morgen das Ganze mit Groudon, morgen Groudon Community Raid, den habe ich aber schon aufgenommen eben, morgen Groudon Raidmania, morgen Groudon Raids für Zuschauer. Habt das auf dem Schirm bitte, ich sag's nicht umsonst. Mittwoch ist immer 18 bis 19 Uhr eine Raid-Stunde. Das macht eine Jentik, aber diese Woche gibt's 2. Mittwoch und Donnerstag, jeweils 18 bis 19 Uhr. Mittwoch Kyogre, Donnerstag Groudon. Und deswegen machen wir das jetzt so. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.